Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Bjarne Tölke noch verletzt, Matze Bader ebenfalls, Florian Stritzel, Dennis Kempe. Ebenso Tim Fahrenholz hat sich bei den Amateuren letzte Woche eine Muskelverletzung zugezogen und wird bis auf Weiteres ausfallen. Ansonsten sind alle Jungs fit und einsatzbereit. Ja, wir wissen, dass gegen Braunschweig das waren immer hitzige Partien. Braunschweig hat eine Mannschaft, die auch sehr kompakt, sehr geduldig agiert, hat vorne schnelle Leute mit Holtmann, mit Kilifi, auch schnell im Umschalten. Eine ganz kompakte Mannschaft. Und ich denke schon, dass wir was gut zu machen haben. Wir haben deswegen keine schlaflose Nacht gehabt. Das ist halt irgendwann auch vorbei, dieses 6:0 aus dem Hinspiel. Aber trotzdem wollen wir natürlich zeigen, dass sich was geändert hat. Und wir werden morgen alles dafür tun, hier zu gewinnen. Wir wollen dabei auch spielerisch überzeugen. Das weiß ich, dass wir das nicht komplett gemacht haben. Wir versuchen beides hier zu kriegen. Und wenn wir gewinnen, ohne komplett zu überzeugen, habe ich auch nichts dagegen. Besser als umgekehrt. Wir werden auf jeden Fall alles tun. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe viele gute Dinge gesehen, viele gute Ansätze. Und das heißt, einfach den nächsten Schritt zu gehen, nochmal was draufzupacken, nochmal nach vorne einfach Situationen besser zu erkennen. Und wenn wir das tun, werden wir auch wieder mehr Chancen rausspielen. Mit dem großen Teil des Spiels, auch gegen Duisburg, war ich aber zufrieden. Und da gibt es ganz vieles, woran wir morgen anknüpfen wollen. Daniel Gordon ist soweit fit. Ja, er hat jetzt 2-3 Mal trainiert. Ich bin mir noch nicht klar, ob ich ihn mit in den Kader nehme oder nicht. Ob das dafür ausreicht. Letztes Mal waren auch mit. Und ich müsste vielleicht einen anderen dafür, oder ich muss ganz sicher dafür einen anderen rausstreichen. Entscheide ich gleich nach dem Training. Er wird morgen auf der rechten Seite spielen, ja. Da lege ich mich fest, weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat, sehr solide in beide Richtungen das gemacht hat, auch mit Luft nach vorne mit Sicherheit, aber das war nicht so leicht. Da waren einige auch Kopfbälle, einige hohe Flanken, einige gute Abwehrsituationen, die wichtig waren für uns als Mannschaft und hat ein Tor vorbereitet. Er hat insgesamt, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Das macht keinen Sinn, sich 17 Spiele lang mit Eintracht Braunschweig zu beschäftigen, wenn man ganz viele Aufgaben dazwischen hat. Wir gehen die Aufgaben dann an, wenn sie vor der Brust stehen. Und es macht keinen Sinn, jetzt darüber zu reden, weißt du noch, wie schlecht wir da waren. Oh ja, waren wir da schlecht und Mensch. Sondern wir haben, glaube ich, gezeigt, dass wir es besser können. Wir haben aus diesem Spiel unsere Lehren gezogen. Dieses Spiel war letzten Endes auch Teil des Weges, den wir dieses Jahr gehen mussten. Und deswegen gehört das immer mit dazu. Also ich kenne kein Jahr, wo man nicht auch einen auf die Fresse kriegt. Und das war, glaube ich, der Tiefschlag. Und was wir getan haben, ist, dann, wenn man das bildlich ausspricht, sind wir wieder aufgestanden danach, haben gekämpft, haben uns rangekämpft, sind jetzt 3 Punkte von Braunschweig entfernt. Das hätte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, niemand gedacht, dass das dann ein halbes Jahr später so ist. Und das spricht für uns. Und jetzt wollen wir natürlich alles dafür tun, morgen mit Braunschweig gleichzuziehen. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.